Und herzlich willkommen zurück zu Portal Knights im Singleplayer-Projekt und natürlich geht's hier auch weiter. Ich habe jetzt in der mittlerweile in der Zeit meine Rüstung zusammenbekommen. Ich habe die DLC-Geschenke geöffnet, da war eine Rainbow-Kette drin und ich glaube auch eine goldene Kette. Ich habe jetzt meine Eule noch hier drin und ein Rainbow-Relikt, also ein Rainbow-Relikt, wo wir halt zu einer Insel kommen, die komplett da ist. Ja, nichts. Da kann man sich alle zusammen hinziehen. Was natürlich jetzt hier ist, ist, dass ich erstmal die Tastatur wechsle, weil man hört ganz das Geklicke. Das ist, gibt mir eigentlich eine Aufnahme auf den Keks. Das hat sich, also stört keinen, wenn ich so aufnehme oder so. Weil momentan kommen echt gute Resonanten. Resonanten. Ach ja. Gute Vorschläge und sowas. Das alles super läuft hier. Und ich bin echt glücklich, dass das so abgeht hier. Mit dem Ganzen. Ich muss einmal wieder in die Steuerung reinkommen. So. Des Weiteren folgt jetzt einfach, dass wir jetzt uns durch und durch kämpfen werden. Wird jetzt die Folgen öfters in geschnittener Version jetzt geben. Dass wir halt was mehr schaffen. Danke. Was ist der denn für ein Damage hier? Tschüss. Und wie gesagt, auch alles da ein bisschen zackiger gemacht wird, damit wir halt durchkommen. Weil es jetzt eigentlich nur noch ein Haufen Farme, dass man halt bis zum Ende kommt. Wir haben jetzt mittlerweile den zweiten Boss auch erreicht. Und ich gucke jetzt, dass ich hier auch das nächste Portal so langsam finde. Was uns da hinreichend weiterführt. Wo es weitergehen soll. Ah. Denn beim letzten Mal habe ich es jetzt nicht gefunden. Ich habe halt nur gefarmt, noch Gold gefunden, habe also ein bisschen abgegradet. Man konnte halt noch viel machen. Die Dinge geben halt noch keine. Keine Skelett. Also keine Dinger. Kohle und sowas kriegen wir mittlerweile echt viel. Aber das andere. Kleiner Sack da unten jetzt, ne? Komm, erstmal dich. Dass wir erst ein bisschen Kohle kriegen. Jetzt noch ein Bombergucker. Wie gesagt, das brauchen wir auch noch. Grüne Fragmente brauchen wir ohne Ende, dass wir halt weiterkommen. Ohne die geht's halt nicht. Und das war halt immer der Plan, dass ich halt viel farmen und so. Komme ich momentan nicht zu, weil, wenn ihr so auf dem Kanal momentan schaut, das Singleplayer-Projekt läuft, dann läuft noch Doors. Und dann ist Paraworld gestartet. Und in den Tagen, muss ich gerade überlegen, wann kommt die Folge raus? Die kommt eher, bevor das neue Projekt startet. Und zwar die Wild Eight. Und da bin ich auch sehr gespannt. Darum bin ich eigentlich so drauf und dran, dass ich Portal Knights für mich selber schnell persönlich abschließe und mit dem Roleplay weitermache. Was wir natürlich angefangen haben. Und dieses Paraworld, also Minecraft Paraworld, Minecraft Doors, das Community-Projekt, uns dann zu Gemüte ziehen und dann halt noch so ein paar Dinge zwischendurch mal raus. Ich habe noch Shellshock. Hab's aber noch nicht bearbeitet, also bin ich halt offen. Habe ich auch noch keine Zeit zugefunden, weil mir halt momentan die ganzen anderen Projekte viel, viel mehr Zeit rauben als sonst. Das heißt, schneiden, rendern, also rendern lassen im Allgemeinen. Das muss alles gemacht werden. Und das ist mal nicht einfach, muss ich sagen. Also wenn man nicht viel Zeit hat, dann kann das echt schon hart werden. Man muss halt Zeit investieren, dass man halt so ein, zwei Stunden mit dem Bearbeiten und mit dem Rendern noch zu vergnügend ist. Und das kann natürlich halt auch viel Zeit fressen. Rezept für klassischer hoher Korb. Und für Hängende. Schon freigeschaltet, kann verkauft werden. Schon freigeschaltet, kann verkauft werden. Was haben wir hier? Zauberfläschchen, also reduziert erhalten und Schauberschaden für 25%. Ist auch ganz nice. Müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Was ich mir natürlich Sorgen mache, ist, dass wir wieder Portalsteine hier am Suchen sind. Können wir auch noch einen herstellen. Müssen wieder ein bisschen reparieren. Ich will jetzt eigentlich noch so durchkämpfen im Allgemeinen. Da ging es jetzt auch nicht weiter, okay. Da müssen wir uns eine andere Stelle suchen. Und es dann halt nur noch zur Verfügung ist hier, ist, dass wir uns Sprengung, okay, Sprengung werden wir definitiv auch haben. Davon abgesehen.
hieß ich jetzt. Ah, da sehe ich dich. Aber auch gleich tot sehe ich dich. Und ist mein kleiner Freund da unten noch. Und was hat es eigentlich auf sich, warum wir eigentlich Portal Knights, beziehungsweise warum wir es eigentlich gestartet haben, wie andere Projekte. Wir haben momentan sehr viel Spaß, dass wir halt viel in Roleplay reingehen wollen. Uns das zu Gemüge stellen, dass wir auch mal die Qualität der Videos zu erhöhen. So, eben was machen. Einen Moment, und zwar dort. So. Mal die Taste noch drücken und das. Dann haben wir nämlich keinen Caps an. Und Caps wäre natürlich ein bisschen shit. Nein, wir wollen halt, wie gesagt, das ein bisschen mehr ins Roleplay reinbringen, mehr ins Qualitative. Das heißt, man sieht ja auch Zeitrafferbaum mit ein, Musik wird da untermalt, das Geschnippel ist da zugange. Also alles, was eigentlich ein gutes Video in unseren Ansichten und ausmacht, dass man da was auf jeden Fall sagen kann, das haben wir geschafft und das können wir auf jeden Fall als vollständiges Video rausbringen. Was immer noch, was wir beide hoffen, dass wir halt irgendwann mal sagen, okay, lass uns mal eine Runde streamen. Nur ist es halt bei mir zeitlich gesehen, weil Zentus ist halt leider wegen der Internetleitung so, dass er halt nicht stark streamen kann. Und ich will es halt mal irgendwann mal versuchen, dass ich halt mir immer eine Zeit nehme und streamen werde. Jetzt bin ich gerade, kann ich hier runter? Ja. Kann ich. Und das halt so. Es halt so passieren, dass es halt dann irgendwann dazu kommt. Ja gut, der macht natürlich auch Schaden hier, ne? Die Schnelle. Und wir halt dadurch halt ein bisschen uns mehr aneignen wollen und das Ganze. Boom. Dann ist ein. Warte mal, ich wollte gerade sagen, hat der doch so ein. Kurz Kamera lösen. Hier nennen wir doch so einen komischen Puffer, genau. Du kommst als erstes weg. Bist du noch dran zu glauben und ich sehe halt, dass momentan auch die ganzen Aufrufe, die ganzen allgemein das Ganze bei uns beiden ziemlich schnell hochgeht dadurch, durch die ganzen beiden Projekte. Ah, Projekte. Und das andere, was halt ziemlich gut läuft, soll halt dann im Laufe der Zeit auch wieder an Fahrt gewinnen. Also was zwischendurch kommt. Dankeschön. Das ist ein Korb, habe ich doch glaube ich schon mal gehabt, ne? Ja. Gitter, Eisen, Kohle ist immer ganz gut. Können wir auf jeden Fall noch was mit vorbereiten. Jetzt auch nicht weiter. Dann können wir nur hier versuchen. Ob's da irgendwo weitergeht. Tschüss. Da gibt es noch so ein schönes Steinchen. Da ist auch glatt das Portal, wo wir hin müssen. Das ist halt immer so ein Akt, dahin zu kommen. Man sieht's ja. Muss er dann dieses und diesen Schacht nehmen. Da kommt man irgendwann auf jeden Fall raus. Ja. Was ich glaube fehlt, ist sind jetzt halt, dass wir davon mehr brauchen. Was hat eine Katze noch drin? Orange gestreifte Katze. Kommt, nehmen wir einfach mal mit. Erfahrung lassen wir auch nicht hier liegen. 4 hab ich. 6 brauche ich. Das heißt, wir werden uns mal eben hier für schnell nach oben graben können. Ach, guck mal an. Ah, wo ist er? Tschüss. Ist mir noch so ein Grün? Danke. Wir sind hier auf irgendwas einsam. Ist das aber noch Gold? Das nehmen wir auch mit, würde ich sagen. Gold kann man immer noch jetzt in die Zeit gebrauchen. Und besonders dann kriegt man ein Fragment dadurch. Jetzt hätten wir 5, richtig? Bräuchte noch 2 Stück, dann hätte ich 6. Ah, dahin, da lang zu kommen ist ein bisschen blöd, weil da ist Untergrund. Was ist hier? Gold. Komm, du könntest mir doch noch 2 von den Dingern ausspucken. Ich guck gerade, ob man hier irgendwie vielleicht mal hoch sollte.
weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der Saurier. Wir gehen mal eine andere Ansicht. Sturzflug Minisaurier. Und tschüss. Ich bin auch noch ein Schade. Jetzt gibt es auch noch ein grünes. Aber ich glaube, den anderen, den kriegen wir auch noch schnell da hinten. Oh nö. Ah, mit dem geht's einfach nur übel schnell. Da kann man viel schnell rausdrücken. Man trifft ordentlich. Da ist der letzte grüne. Doch bestimmt auch noch das goldene und grün raus. Ja. Dann hätten wir auf jeden Fall noch einen wieder satzweise und wir könnten ins nächste Portal starten. Oh, mitnehmen. Das wir unten haben. Frag dich, wo der Saurier ist. Das ist auf jeden Fall das Portal. Das bleibt nicht aus. Je näher wir an unser Ziel kommen, desto besser. Also Ziel ist dann halt Ende. Ich weiß nicht, ob ich alle 47 hinkriege. Was nicht das Problem sein wird bis zum Ende. Und wir sagen, wir starten in Neugaul. Neugaul. Bitte das richtig lesen? Okay, komisch. Also, zu Portal Knights Folgen wird das jetzt so immer, dass es vielleicht ein, zwei Planeten überspringe. Ich näher an das rankomme, vielleicht den Fortschritt dann eher zeige, was halt passiert ist. Das Haus muss ja eigentlich noch fertig gemacht werden, obwohl es eigentlich so ganz okay ist. Es ist ja so ein halbes Haus, halbe Bruchbude, sag ich mal. Finde ich immer ganz, ganz schick, weil das einfach zum Ambiente da passt eher. Kann ja halt schlecht schlafen und sowas. Das Feature finde ich eigentlich ganz geil, dass man halt so vielleicht schlafen könnte, sodass man halt die Nacht so ein bisschen überwirkt. Oder man halt dadurch ein bisschen Power kriegt oder das Ganze. Ah, Kau. Was sind das denn für geile Dinger? Kann ich da vorne haben? Ernsthaft. Spinnenfäden. Spinnenfäden. Alter. Seidenfäden. Da. Magischer Stoff. Beziehungsweise magischer Wildstoff. Da brauche ich das Zeug. Das ist natürlich krass. Und. Ist das Kohle? Das ist arsche Kohle hier. Das könnte. Das ist ein roher Marmorblock. Okay. Ja, das ist natürlich auch eine Welt, wo man einmal so ein bisschen durchfahren könnte. Da ist ein Haus. Da ist das Portal. Wir müssen aber mal gucken. Wir können mittlerweile schauen. Wir haben zwei Portale zur Verfügung. Einmal da unten hin. Was ja, glaube ich, das einfachste ist. Und einmal da runter. Okay. Ah, okay. Da passt du durch. Ah, dass die Kohle in Massen ist, ist eigentlich mal schon ganz geil. Okay, er ist immun. Aber jetzt nicht mehr. Dankeschön. Oh, Level up. Was bist du denn, Hübsches? Ach, das war ein Obsidian-Block. Oh. Da oben ist, wie gesagt, da oben ist das eine Portal. Dieser Schleim, was ist... Alter, auf was geht der denn ab? Okay, der geht darauf ab. Lol. Ah, die produzieren das Zeug. Da werden so Spinnen aktiv oder so ein Mist. Aber was ist das? Licht oder so? Hi. Oh, der geht auch wieder ab wie Schmidts Katze. Hier wäre auf jeden Fall eine schöne Welt, um auf jeden Fall ein bisschen was zu farmen. Guck mal, man kriegt hier sogar Magenta-Busch. Verfolgt uns? Nein.
Können wir kurz ins Inventar gucken, wo die auch wachsen. Wachsen in seiner Umgebung. Okay, das ist natürlich schade. Muss also wieder ein Feld anlegen. Was bist du für ein hübscher Busch? Gar kein hübscher Busch. So, Spinnfäden. Ah, ein Schild. Was wir auf jeden Fall lesen wollen. Bleib draußen, Bergwerk geschlossen. Ich glaube nicht. Dann gehen wir noch hier schnell ins Bergwerk rein. Klassische Gartenbank. Alter, war das gerade eine Spinne? Gott sei Dank regeneriert sich meine Rüstung später. Beziehungsweise mein Leben. Immer weiter durch. Vorsicht, Schädlinge. Dann seht ihr wohl Spinnen hinter, ne? Grünes Portal, top. So mache ich das gerne, wenn irgendwo wieder ganz viele Items sind, die ich gebrauchen kann. Geld immer perfekt. Wo ich weiß nicht, wohin damit. Ja. Geht am einfachsten. Zack. Einfach drauf. Hallo. Guten Tag. Gefallener Krieger. Ja, jetzt darfst du auch mal eben sterben. Weil darauf habe ich ja gar keinen Bock. Tschüss, danke. Update. Hier die Würfel und den. Nee. Das. Talente sind mir halt noch. Und wenn ein Burger. Die sind, glaube ich, am wichtigsten. Da kann man 3 Sekunden verlangsamen. Das Feinschaden der Mana statt deiner Gesundheit verbraucht. Ja gut, das ist halt dieses Mana-Schild, ne? Was ja auch übelst nett ist. Gucken, wo sind denn die Schädlinge? Also die suchen wir auf jeden Fall noch. Eins. Nummer zwei. Da schauen wir noch. Oh, gar nichts hier, oder? Golderz, veredelter Diamant, Sonnendiamant. Ist auch schon wieder ein neues Item, ist ja natürlich nett. Aber ich habe keine Schädlinge. Können wir denn noch ein bisschen was gerade ausgraben oder so? Anscheinend nicht. Gucken wir uns noch hier mal ein bisschen um. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, ob sie da im Lock. Ich gerade mal von da irgendwie so durchkommen. Ne. Da ist auch nichts. Gut. Dann würde ich sagen, hier raus. Und auch die Folge beenden, so langsam. Denn ich möchte halt mein Limit 15 bis 20 Minuten halt nicht immer dadurch überschreiten, dass wir einfach nur ein bisschen so rumzingeln. Dafür können wir die Zeit ein bisschen anders nutzen. So. Jetzt habe ich nur da was offen. Ich sehe da auch noch was. Da so eine abgefuckte Hütte. Da ist das andere Portal. Da werden jetzt zwei Portale öffnen. Die sind ziemlich relativ nah. Das ist sehr, sehr gut. Dann kann ich mich nämlich darum kümmern, dass wir die beiden Portale aktivieren und schauen, wo die beiden uns hinführen. Beziehungsweise wo mich das die Kiste hinführt. Und das wird auch die letzte für heute sein, die Kiste. Ja. Ja, jetzt ist auch noch was voll. Gut. Das Gitter will ich noch haben, aber ich brauche. Guck gerade hier. Was ist das denn? Ach, TNT. Da ist noch so ein Eingang. Eigentlich kann ich so ein bisschen da weitergehen.
Hallo Tapferritter, plaudern. Die von der finden sich meistens jetzt. Okay, tschüss. Achso. Du klärst dir dann das Problem, wie wir das machen. Mit dem TNT. Alles klar. Hier geht es dann auf jeden Fall noch weiter nach unten. Aber bevor wir da runter stolzieren, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und habt euch wohl. Auf Wiedersehen. Euer Flash. Ciao, ciao.